Wermutstropf. RSA, Verkehrsfunk, keine Meldung. Super, Ulf. Ja, super. Skala wie kein zweiter. Temperaturen? Du hast den Zettel, Mensch. Ja, 0010111. Mit Ulf Hackfleisch und? Du bist Steinhöfer, ne? Ja, und du? Fassade. Was ist das denn? Hier sind die Top 100 1992. Meine Damen und Herren, unser bescheidenes Anliegen für die nächsten 27 Stunden ist, für etwas Kurzweil im flachen Lande zu sorgen.
Whatever. Ja, um den Titel gab es ja ein bisschen Streit in diesem Jahr. Von Prince, Sexy MF. Ich meine, an den aussprechen. Öffel. Ja, der Streit ging darum, ob man eine Sexy Motherfucker oder Sexy Fatherfucker nennen wollte. Und da hat man sich nachher für Motherfucker entschieden. Finde ich ganz gut so. Ja. Ja, ich fand's auch nicht schlecht. Könntest du das auch so ein bisschen übersetzen? Weil vielleicht können nicht alle was damit anfangen. Ah, jetzt traut er sich nicht. Auf jeden Fall war das die 99 in 1992. Das ist auch ganz gut so, sonst enden sie wie du. Ja. 100, wir wollen die 100. Ultra die 100. Fun Factory und Fun Factory Scream. Das Theme war gut. Theme. Hallo, Theo. Also das ist die 98 hier, ne? Ist am 31. März eingestiegen. Können wir nochmal die Nordtemperaturen haben? Die haben wir vorhin nicht mitgekriegt. 0010. Wir wollen nicht deine Selbsteinschätzung hören, sondern die Temperatur. Also egal jetzt, hier ist Mama. You listen.
Die 97, Boy George und Crying Game. Und jetzt kommt der Moment. Tatatam, hast du überhaupt unser Mikro aufgemacht? Kann man uns überhaupt hören? Ja, man kann dich leider hören. Ob das gut oder schlecht ist, das sollen die Historiker entscheiden, meine Damen und Herren. Wir möchten jetzt alle Ulf Hagge eigentlich mal fragen, der jahrelange Erfahrung damit hat, Final Countdown Kraftrennen auszusuchen. Ulf, durchaus erfolgreich. Was braucht es denn, um eine Final Countdown Kraftrelle zu werden? Drei Dinge braucht sie, glaube ich. Ja, sie muss deutsch sein. Franz Thun. Und sein Südfunk-Tanzorchester. Ja. Das wäre doch nur... Das Tanzorchester ohne Namen und der Leitung. Mit dem Schlüter am Mikrofon. Wolfgang Schlüter am Mikrofon. So, sollen wir sie erstmal hören? Kraftrille. Herb Geller. Hört meine Kraftrille. Ich habe noch eine andere. Das ist, immerhin ist das die Lieblingsplatte von Dörte Mold. Gut, dann hören wir erst deine. Das ist sie. Das ist sie. Du kannst nicht immer was ist das denn? Sein. Liebling, das kannst du nicht. Ihr habt doch Ich hab doch einen ganzen Tag. Oh, die Flasche Abelkorn rein. Halt, hier kommt die echte. Hier kommt die echte. Du hast ja wieder alles. Hier kommt die echte. Da sind die doch. Ja, da. Hamburg liegt an der Elbe. Ja. Achso. Da riesig dann der See. Doch dass ich so verliebt bin, was liegt an Malen? Am schönen Rhein liegt Basel und Kairo liegt am Nil. Doch ich träum von Madeleine, an der liegt mir viel. Die schwarzen Kulleraugen, das ganze Drum und Dran. Da schau ich an und sag mir dann, oh la la. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine. Doch dass ich so verliebt bin, was liegt an Madeleine? Der Tower steht in London, der Louvre an der Seine. Doch ich in meinem Falle, ich stehe auf Madeleine. New York liegt am Atlantik, Athen am Mittelmeer. Doch ich träum von Madeleine, die liegt mir so sehr. Sie hat die schönsten Beine, so schlank und wunderbar. Die schau ich an und mir wird klar. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der See. Doch dass ich so verliebt bin, das liegt an Madeleine. Am Kongo, die Nacht ist kalt am Po. Bei ihr, da wird mir beides und das tut so wohl. So dreht sich diese Erde im Kreis und bleibt nicht stehen. Bei mir, da dreht sich alles allein um Madeleine. Wir sind ein schönes Pärchen.
Hessischen. Seit gestern liebt auch sie nur mich und meine Geografie. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seen. Doch dass ich so verliebt bin, das liegt an Madeleine. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seen. Doch dass ich so verliebt bin, das liegt an Madeleine. Streng verboten. Keiner, der mich je gesehen hat, hätte
sie mich mit Käsebrötchen kaufen kann. Und dann kamen ihre feuchten Lippen an mich ran. Küssen verboten. Unsere Uhren gehen etwas vor. Wir nehmen an, es ist noch 5:05. Hier ist unser Verkehrsfunk. Was erzählst du? Das der stört ohne Störungsmeldung. Oder hast du eine Störungsmeldung? Ich habe eine ganz grobe Störung sogar. Ulf, lies deinen Zettel vor, bitte. Ja, Ulf, bitte. Ich soll jetzt vorlesen, Ari. Nein, Ulf. Bitte. Den hast du schon gemacht, ja. Wie das Wetter wird, sagt uns jetzt Eide Scheidmann live vom Wetter am Schleswig. Super. Eide, ja, alte Granate. Heute und auch morgen bleibt das Hoch über dem östlichen Mitteleuropa noch mit kalter Luft für uns wetterbestimmend. Und dabei ist es von gelegentlichen Auflockerungen abgesehen, mal stark bewölkt. Aber es bleibt heute und morgen niederschlagsfrei. Die Tageshöchsttemperaturen liegen allerdings nur bei 0 Grad. Und nachts, da gibt es leichten Frost bis minus 3 Grad. Und dabei weht ein mäßiger Süd- bis Südostwind. Heide Scheidmann, verdammt Schleswig. Großfest. So ein Lückenkorn aus der Schnabeltasse kennst du. Da sieht die Welt schon gleich ganz anders aus.
Sie hörten George Michael begleitet von Franz Thon und seinem Tanzorchester ohne Namen. Und hier ist Joachim Steinhöfel mit den Platzierungen des Final Countdown. Meine Damen und Herren, ich bin sehr gern bereit, diese verantwortungsvolle Aufgabe zu übernehmen und versuche das auch ohne Versprecher hinzukriegen. Schönen Gruß an Jörg Wilhelmi. Auf 96 im Final Countdown Lionel Richie, My Destiny. Davor 95 Küssen verboten, die Prinzen. It Will Make Me Crazy von Felix. Auf 94, auf 93 Too Funky von George Michael. Und jetzt Twilight Zone von Two Unlimited. Das war schlecht, du hättest nur 7 Sekunden Zeit gehabt. Das wird Ulf dir übel nehmen, das wird dir nicht verzeihen. Ulf, Schlusswort. Kannst du noch was sagen? Ja, ist der Platz 93. Als Maul. Eins noch, Ulf. First at the bass, into the jam. Then let the music take command. Back to back to another dimension. Stop the boy and face off attention. Music to party, music to dance. The new follow-up of public demand. Slick as five, the loud megaphone. Take you down to the Twilight Zone. Take your home.
Was machst du denn da? Ich suche einen Schreiber. Nimm die Hand von meinem Klima. Das ist ja unglaublich. Ah ja, Ugly Kid Show. Warte mal, jetzt kommt eine offizielle Mitteilung. Das war das Stichwort. Weil Kollege Steinhüffel dreht schon ein bisschen mit den Augen, weil er geht ihm ans Telefon, weil sein Lieblingstitel kommt. Eins muss geklärt werden, hier ist der Final Countdown, die Top 100 aus dem Jahre 1992. Ja, die laufen nämlich schon. Persönlichkeiten des Jahres, Ulf Hackett, Thorsten Savade und George McFly. Und anschließend wiederholen wir die Top 100 von 91. Mit. Und danach gießen wir uns ordentlich einen auf die Lampe. Deine Nummer, Jürgen. Mach mich bloß nicht an.
oder? Jetzt dieses Jahres. Immer und immer wieder haben wir sie gespielt. Joachim, du musst mehr ans, nee, näher ans Mikro. Pass auf. Vor allen Dingen, lass uns jetzt mal wieder sachlich werden, Ulf. Ja, ganz genau. Den Ernst erkennen der Lage. Wo waren auf wir jetzt 91 hier? Everything About You von Ugly Kid Joe. Ja, ganz klasse. Ulf, sag doch mal was bitte. Warte mal, die 90 war von Jürgen Drews, die 89 von... Wie hieß der Titel denn? Ach, so geil. Der Final Countdown. Pass mich nicht an, auf 89, What I Lie to You von Charles und Eddie. Ganz klasse. Komm mal mit und jetzt? Kommt die 88. Ja, sag mal. Sleeping Satellite von... Warte mal. Tasman Archer. You did, and said nuff. What, what? Clocks, and kept bluffing. And scheme to capture the skill of your rapture. Master, become the master and kick at ya. A plan, a new stand for this woman. Made to be deadly, just like the omen. No more tripping, too strong to fall. Shoes on the other foot, shots of mine are cold. Little did you know what you were showing. It hurt it when you flirted, but I kept going. Now the student is the teacher. You can't freak, huh? Played the game of life, and I beat ya. Hugs and kisses. And then I try.
Genau. Er hat da super angesagt, meine Damen und Herren, RSH Verkehrsfunk. Das bringen wir gewohnt seriös rüber, Ulf. Es gibt keine Störungsmeldungen außer Ulfs Unzulänglichkeiten. Aber die sind ja hinlänglich bekannt, die Temperaturen. List 0, Flensburg minus 1, Kiel 1. Die Temperatur hier im Studio ist noch geringfügig höher. Neumünster 0, Lübeck 1, Schwerin 2 und Hamburg 1 Grad. Sag mal einen Satz mit Gesundheit. Nee, mein Witz. Mit? Ulf, äußere dich doch mal. Mit Joachim Steinhöfel. Ulf Hagel? Wie liest du noch? Die Jungs haben es echt nicht drauf, meine Damen und Herren. Wir müssen uns damit auf die kulturellen Errungenschaften des deutschen Volkes konzentrieren. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der See. Doch dass ich so verliebt bin, das liegt an Madeleine. Am schönen Rhein liegt Basel und Kairo liegt am Nil. Doch ich träum von Madeleine, an der liegt mir viel. Die schwarzen Kulleraugen, das Ganze drum und dran. Da schau ich an und sag mir dann, oh holala. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine. Doch dass ich so verliebt bin, das liegt an Madeleine. Der Tower steht in London, der Louvre an der See. Doch ich in meinem Falle, ich stehe auf Madeleine. New York liegt am Atlantik, Athen am Mittelmeer. Doch ich träum von Madeleine, die liegt mir so sehr. Sie hat die schönsten Beine, so schlank und wunderbar. Die schau ich an und mir wird klar. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine. Doch dass ich so verliebt bin, das liegt an Madeleine. Heiß am Kongo, die Nacht ist kalt am Pol. Bei ihr, da wird mir beides und das tut so wohl. So dreht sich diese Erde im Kreis und bleibt nicht stehen. Bei mir, da dreht sich alles allein um Madeleine. Wir sind ein schönes Pärchen, seit gestern liebt auch sie nur mich und meine Geografie. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine. Doch dass ich so verliebt bin, das liegt an Madeleine. Kalkutta liegt am Ganges, Paris liegt an der Seine. Doch dass ich so verliebt bin, das liegt an Madeleine. There's a place in your heart, and I know that it is love. And a place that was brighter than tomorrow. And if you really try, you'll find there's no need to cry. In this place, you feel there's no hurt or sorrow. There are ways to get there if you care enough for the living. Make a little space, make a better place, heal the world, make it a better place, for you and for me and the entire human race. There are people dying, if you care enough for the living, make a better place for you and for me.
Was war das jetzt? Wodka Martini? Nee. Das war nicht Wodka Martini. Jungs, könnt ihr euch mal entscheiden, wer das Wort führt hier? Michael war das. Michael Jackson, Heal the World. Nee, du wolltest doch jetzt erzählen, weshalb du gestern so voll warst. Nein, wir wollten eine Telefonaktion eigentlich machen. 4 Minuten haben wir Zeit, um Höfel abzufüllen. Die Hörer sollen anrufen, was am schnellsten brüllt. Ja, wir sind doch gern bereit, den größten alkoholischen Fachmann neben Ulf Hacke dann noch den Sender zu nehmen. Und jetzt vielleicht noch ein bisschen sachliche Information. Auf 87 You Show Me von Salt and Pepper, auf 86 Heal the World von Michael Jackson, auf 85, das hören wir jetzt, OMD, eine Abkürzung, erzähl meine mal. Damen und Herren, das ist keine Partei, und sowas spielen wir hier nicht. Erzähl die Internationale oder und die Partei, die hat immer recht, die Partei, erzähl die Partei. Erzähl mal einen Witz mit Gesundheit, einen Witz mit Gesundheit. Orchestra Maneuvers in the Dark, for my name. Hört man ja immer wieder gern den eigenen Namen.
onto the racks, baby. Hey, hey, kid, rock and roll. Nobody tells you where to go, baby. What if I ride? What if you walk? What if you rock around the clock? Tip, top, tip, top. What if you did? What if you walk? What if you try to get on, baby? Hey, hey, kid, where are you? Nobody tells you what to do, baby. Hey, hey, kid, shake your leg. Maybe you're crazy in the head, baby. Maybe you did, maybe you walked, maybe you rocked around the clock. Es ist nicht mehr leicht, meine Damen und Herren, mit einer vorlauten Klapperschlange im Studio. Hier ist der Final Count an die größten 100 Hits aus der RSH Nordparade aus dem Jahr 1992. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Ja, wir müssen uns ganz dringend bedanken. Flamenco. Ja. Bei Herrn Rehbeen aus Eckernförde. Denn er sagte, wie kriegen wir Öfel am schnellsten richtig heiß geschossen? Er empfahl Kristallwodka aus der Ex-DDR 80%. Es riefen an Herr Dr. Thoma aus Köln und aus Mainz Professor Stolte und kritisierten, dass wir die Plätze 88 bis 85 nicht, nee, 95 nicht genannt hätten. Gut, Küssen verboten auf 95, 96 mal Destiny, 97 Crying Game, 98 Mama. Mama. Also ich hätte noch Zeit gehabt, ne? Und 99, ich Sexy Mother. Ich hätte noch mehr Zeit jetzt noch gehabt. Zieh dich aus, Schätze, aber ein bisschen plötzlich. We'll be right back.
Und so muss man auch mal ein bisschen unkoordiniert und unabgesprochen in die Moderation hineingleiten. Beim NDR hören wir das jeden Tag, da geht ja alles drunter und drüber, aber gottseiweise sind wir da nicht gelandet, meine Damen und Herren. Etwas sachliche Informationen vielleicht noch auf 83 Don't Be Aggressive von Sandra, auf 82 Weather With You von Crowded House. Und jetzt möchte ich den beiden Herren eigentlich hier die Moderation überlassen. Jungs? Ja, wir haben jetzt noch Sting. Wir haben ein Ding, ja. Mit Eric Clapton, it's probably me. Ich bin auch der Meinung, dass man mit dieser Bemerkung in erheblichem Maße zur Kurzweil beigetragen hat. Ich habe das Gefühl, ich komme nicht so richtig zum Zuge. Thank you. If the night turned cold and the stars looked down and you'd hug yourself on the cold, cold ground, you'd wake the morning in a stranger's coat, but no one would you see. Ask yourself,
who'd watch for me, my only friend, who could it be? It's hard to say it, I hate to say it, but it's probably me. When your belly's empty and the hunger's so real, you're too proud to beg and too dumb to steal. You search the city for your only friend, no one will you see. Ask yourself, who'd watch for me? A solitary voice to speak out and set me free. I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. You're not the easiest person I ever got to know. It's hard for us both. That I feel in show, some would say, I should let you go your way, you only make me cry. Well, if there's one guy, just one guy, who laid down his life for you and I, I hate to say it, I hate to say it, but it's probably me. Oh, yeah. Doch dass ich so unverliebt bin, das liegt an Madeleine. Meine Damen und Herren, es war die höchste Zeit, dass wir hier noch mal ein bisschen Gas geben in der müden Stube. Nicht? Das haben wir uns lange genug mit angehört. Eine schöne Frau, leider noch mit etwas viel Kleidung versehen. Seit wann interessierst du dich für Frauen? Seit ich dich gesehen habe, Wolf. Sometimes the snow comes down in June. Sometimes the sun goes round the moon. I see the passion in your eyes. Sometimes it's all a big surprise. 'Cause there was a time when all I did was wish. It's not the way I hoped or how I planned, but somehow it's enough. And now we're standing face to face. Isn't this world a crazy place? Just when I thought a chance had passed, you go and save the best for last. Of the nights you came to me, when some silly girl had set you free, you wondered how you'd make it through. I wondered what was wrong with you, 'cause how could you give your love to someone else and share.
Ach so. Ja, toll. Das Mikrofon ist open. 2:05 RSH Verkehrsfunk, keine Meldung. So, gib mal das Wetter her, ja? Mein Fingernagel. Ich will, ich will es lesen. Ja, du hast doch hier eine Kopie, Mann. Ach so. So. Es ist meist stark bewölkt, niederschlagsfrei, schwacher bis mäßiger, Südost bis Südwind und Temperaturen um. Jetzt müsstest du was sagen, Ulf. Nee, Joachim. Die Dramaturgie erfordert ist, dass du etwas sagst. Ulf, bitte. 0 Grad. Super. Feuer. Guck, da Licht am Gange ist. Wir sollen ja nicht dazwischen reden, hat die Biene eben am Telefon gesagt. Schätzchen, da muss ein bisschen mehr kommen. Nicht anknüpft, nicht kann. Doch
dann sähe er auch nicht, was hier so geschieht. Und oft guckt der Mann herunter zu uns beiden, denn du interessierst ihn wirklich sehr. Und dann sieht er, wenn wir schmusen oder streiten, noch wahrscheinlich streiten wir uns mehr. Und wenn's ganz schlimm kommt, dann steigst du in dein Raumschiff und es fliegt zum Mann im Mond, der endlich, was er schon so lang will. Nicht nur die Laterne, wenn ich ganz ehrlich sein soll. Das ist unfair. Gerade jetzt, wo wir was sagen könnten, habe ich einen Apfel im Mund. Wieso, was hast du im Mund? Apfel. Ja. Gut, das ist der Song von dem Prinzen gewesen, der Mann im Mond. An den glaubt Joachim Steinhöfel auch noch. Es war die 78, by the way. Und das hier ist der Final Countdown. Ulf ist im Moment sehr witzig. Darum ja, vorwitzig sogar. Nicht noch witzig wird. Ja. Auf 80 Save the Best for Last von Vanessa Williams. Auf 79 Keep the Faith von Bon Jovi. Und wir sind Kiss. God gave rock and roll to you. Das ist es.
everyone. God gave rock and roll to you. Gave rock and roll to you. Save rock and roll for everyone. Save rock and roll.